Die blanke Angst steckt Marianne Bär noch immer in den Knochen. Unbekannte überfallen sie in ihrem Juwelierladen, ziehen direkt nach dem Betreten des Geschäftes ihre Waffe und bedrohen die Frau. Auffällig mit Baseballcap und Sonnenbrille gehen diese beiden Männer in einen Frankfurter Juwelierladen. Inhaberin Marianne Bär will die Männer bedienen, als plötzlich einer der beiden eine Pistole zieht. Die haben mich halt schon in die Ecke gedrängt und hatten Ton angeschlagen und haben immer gesagt, runter, runter. Und ja, also die haben schon, es war schon so, dass ich eine Wahnsinnsangst hatte, ja. Mit Kabelbinder fesseln sie die 57-Jährige und machen sich an den Vitrinen zu schaffen. Dann brechen sie den Raub plötzlich ab. Sie haben gemeint, dass der Alarm läuft und haben sich wahrscheinlich gedacht, sie gehen lieber schnell weg ohne Ware, wie gefangen mit Ware. Marianne Bär hat es geschafft, den stillen Alarm auszulösen, mit einem Knopf unter dem Tresen. Möglicherweise haben die Räuber das bemerkt und sind deshalb unverrichteter Dinge abgezogen. Während des Überfalls war Marianne alleine im Laden. Ihr Mann Hans kam erst kurz nach der Tat. Als erstes wusste ich da sofort, die sind weg und meiner Frau geht's gut. Ne? Und alles andere ist ersetzbar. Im Fall eines Diebstahls hätte die Versicherung der Bärs den Schaden übernommen. Aber der Schock bleibt. Es war jetzt der dritte Überfall in 32 Jahren. Und es ist immer wieder sehr viel Angst, was man hinterher noch hat auch, ja, wo man eine lange Zeit braucht, bis man das abbaut, also ein bisschen abbaut, ganz abbauen kann man es nicht. Die beiden Räuber werden immer noch gesucht. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Nach Einschätzung des Opfers handelt es sich mutmaßlich um Polen oder Osteuropäer, die beide so ungefähr 1,75 Meter, 1,80 Meter etwa groß sind und mutmaßlich irgendwie so Mitte 30, Ende 30 Jahre alt. Auch Marianne Bär hofft, dass die beiden Täter mithilfe des Überwachungsvideos gefasst werden.